Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Look Fantastic The Box aus dem Monat Februar. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich bekomme sie zum einen zugeschickt und zum anderen habe ich sie selber im Abo, sodass ich auch immer wieder eine Box an einen von euch verlose. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox drin. Schau super gerne mal vorbei. Und Menschen munkeln, das wäre meine liebste Beauty-Box. Man weiß es nicht. Hier haben wir auf jeden Fall jeden Monat ab 17 Euro 6 Beauty-Produkte drin enthalten. Und ich habe euch im i verlinkt auch mal ein Video gedreht, wo ich quasi alle Abo-Boxen, Beauty-Abo-Boxen, die es so gibt, mal verglichen habe. Und ja, die macht immer so einen ziemlich guten Eindruck, meiner Meinung nach. Ihr könnt mit meinem Code CLAUDIWELT, der ist nur für euch, der ist nicht affiliated, auch ein bisschen was auf die erste Box sparen. Ich glaube 20% oder so müssten das sein oder relativ viel sogar mittlerweile. Nun, schaut da auf jeden Fall gerne mal vorbei, wenn ihr möchtet, und ich setze euch einen Link dazu in die Infobox. Wenn ihr darüber abonnieren möchtet, könnt ihr das gerne machen, denn der ist affiliated, ne? Genau, so, ich würde sagen, wir schauen mal hinein. Ich habe tatsächlich ein Vorschaubild gesehen und da habe ich etwas ganz krass Geniales drin gesehen. Also da haben sie echt was Gutes reingepackt. Nun, ich habe sie jetzt einmal hier offen und so schaut das aus. Wir haben keine extra Box in der Box, das ist immer die Boxbox, ne? Und hier haben wir dann einmal das ja, scannbare Heftchen und hier sehe ich auch, wenn ich das einmal zur Seite packe, das Produkt, was ich meine. Ihr seht es, glaube ich, noch gar nicht. Ich kann ja mal schauen, dass ich hier auch den QR-Code mal scanne, dass wir uns mal anschauen, was das Motto sein könnte. Feel the love. Das passt natürlich, ne? Ja, hier ist eine wunderschöne Frau drauf abgebildet, die einen sehr pinkstichigen roten Lippenstift trägt. Aber ich glaube nicht, dass wir das in unserer Box finden werden. Online sind auch immer die Produkte tatsächlich abgebildet, genauso wie auch bei den Limited Editions. Labarababa, das ist das Produkt, auf das ich schon so abgefahren bin, von Lottie London. Es ist nämlich dieses Puder, aber nicht das, was wir schon mal hatten in weiß oder in translucent, sondern in pink, Leute. Wir haben hier einfach mal ein pinkes Puder drin. Das ist das Ready Set Go Brightening Pink Mini Puder. Und das finde ich großartig. Ganz ehrlich, muss ich wirklich sagen, weil das ist trendmäßig vollkommen am Start. 5 Gramm sind hier drin. Kommt sowas von in mein nächstes Full Face Beauty Boxen mit rein. Da freue ich mich irre drüber. Pinke Puder finde ich echt mega. Mega, 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 weil ich habe einen kühlen, neutralen Hautunterton. Ich verwende das super gerne unter meinen Augen. Heute habe ich es sogar komplett im ganzen Gesicht verwendet. Und wahnsinnig krass. Also darüber freue ich mich mega, dass es hier drin ist. Ja. Ne? Dass die hier auch wirklich so neue Geschichten und so. Und Lottie London ist auch eine Marke, die sehr erschwinglich ist. Das heißt, das könnte man sich, wenn man es geil findet, auch easy nachkaufen. Dann habe ich etwas, was hier den ganzen Raum schon mit Duft erfüllt. Und zwar von Aromatherapy Associates. De-Stress Muscle Gel Focusing and Soothing. 40 Milliliter sind hier drin. Also ich glaube, dass es das ist, weil, keine Ahnung, hier ist halt Aroma. Ja, das ist das auch. Wow, das riecht nach sehr ätherischen Ölen. Ja, finde ich ganz interessant. Vielleicht ist jetzt auch so ein bisschen zum Jahresstart so die Idee, die Leute haben sich vielleicht in den Kopf gesetzt, wie ich zum Beispiel, sich mehr zu bewegen. Ohne Flachs. Ich habe ja auch gehulert, ich bewege mich wirklich mehr, ich gehe mehr mit Sammy raus und versuche hier einfach viel mehr zu Fuß zu erledigen. Und ich habe davon wirklich schon Muskelkater gehabt. Sowas kommt da einfach so gerufen. Und für mich ein perfektes Produkt, was ich dann auch jetzt in nächster Zeit verwenden werde, seht ihr dann auch in meinem Aufgebraucht-Video. Hier haben wir drin Rosmarin, schwarzer Pfeffer, Lavendel, das riecht man, und Ingwer. Und das ist ein krasser Duft, Leute. Aber ich finde es gut, muss ich wirklich sagen. Wie das jetzt in Feel the Love kommt. Wow, das ist ein krasser Übergang, Leute. Ne? Dass man halt quasi Feel the Love hat und dafür ein Muskelentspannungsprodukt hier drin. Das ist witzig. So, hier haben wir das Produkt, wo man einen Alternativpinsel drin haben hätte können. Also entweder hat man diesen hier oder den anderen, den ich euch gleich wahrscheinlich einblenden werde. Von Spectrum habe ich den B06 Fluffy Blender. Beauty is a Spectrum Pinsel drin. Und ich mag Spectrum Pinsel so gerne. Habe mir da auch von Spectrum selber immer wieder welche gekauft. Die kriegt ihr auch dort auf der Homepage von Look Fantastic. Und da könnt ihr auch mit CLAUDIWELT drauf sparen, so ganze Sets sogar, ne? Und das ist so ein ganz klassischer Blendepinsel. Und Spectrum hat sehr schöne Pinsel. Nicht so nicht nur optisch, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Sprachgammel, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, weil ich die Box gerade so gut finde, sondern auch, weil die wirklich gut funktionieren. Also die halten die auch lange, dass die jetzt irgendwie nicht auseinanderfusseln, wenn man die jetzt regelmäßig verwendet. Die fühlen sich gut an, die tragen Produkt gut auf, können
Produkt gut verteilen, verblenden, wie auch immer, ne? Finde ich sehr, sehr schön und den habe ich schon. Das heißt, ich werde dann beim nächsten Schminki dann sehr wahrscheinlich auch Spectrum Pinsel einfach verwenden, um diese Brücke zu schlagen. Etwas, was aber auch, glaube ich, ein recht gutes Dufterlebnis hier bringt, ist von Krüm Hydrat oder Hydrat Moisture Massage Bar Body Nourish and Hydrate mit Lavendel und Neroli, Handmade in England. Das scheint mir ein festes Massageöl zu sein. Kann das sein? Your chance to transition from tension to tranquility. Mhm. Da kannst du sowohl mit Pflegen als auch tatsächlich mit Massieren. Das ist ja interessant. Ja, es ist sehr, sehr nicht geiler Duft. Nicht meine Welt, nee. Das brauche ich auch definitiv nicht als Massageöl. Muss ich ganz ehrlich, ich bin ehrlich, ihr wisst das, ne? Muss ich ganz ehrlich zugeben, das brauche ich persönlich nicht. Aber ich merke schon jetzt so in Kontakt mit den Händen, dass da direkt was Schmelzendes dabei ist, ne? Und mir ist eigentlich ganz cool und es passt halt auch zum Thema, muss ich sagen. Wie viel Gramm haben wir denn hier drin? Steht das hier irgendwo drauf? 40 Gramm, genau, ja. Ne? Passt zum Thema, definitiv. Hier habe ich noch zwei weitere rosa Produkte drin. Einmal von Christophe Robin. Da gab es, glaube ich, auch meine Limited Edition, ne? Oder? War das eine andere Marke? War das? Nee. Wer war das denn? Ich habe es vergessen. Philip Kingsley, genau. Ja, das ist eine Cleansing Volumizing Paste mit Rosenextrakt. Rose passt jetzt auch in die Zeit, natürlich, ne? Was soll man Rosen verschenken? Man kann sich das auch einfach draufklatschen. Ist auch in Ordnung. 2 Minuten lässt du das irgendwo drauf, habe ich gerade gelesen. Before Rinsing. Ah, okay. Hä? Also ist das quasi, weil du musst es auch schon auswaschen, das ist mit Wasser. Ist das vielleicht einfach mit, also ist das wie ein Shampoo, ein voluminisierendes Shampoo? Finde ich sehr interessant, weil du machst dir das halt nur so ein Tablespoon, also quasi ein Teelöffel in dein nasses Haar und das machst du in Sektion in deine Haare. Vor allem in deine, wie heißt das? Wurzeln, genau. Dann machst du Wasser dazu, wird wieder aufmassiert und dann wäschst du es aus. Genau, und wenn du möchtest, kannst du es 2 Minuten drin lassen und danach kannst du auch noch einen voluminisierenden Conditioner reinmachen und ein Volumizing Mist halt auch von Christophe Robin. Sehr interessant. Also Rose mag ich ja, Volumen ist immer schön. Oh. Oh Gott, das riecht sehr intensiv und es sieht aus wie, oh mein Gott, es sieht aus wie ein bisschen, weiß ich nicht, als hätte man das Pöttchen genommen und einmal durchs Moor gezogen. Interessant, definitiv. Kann ich mal ausprobieren, ne? Sehr interessant. Okay, und das Letzte, was ich hier drin habe, ist von Peter Thomas Roth. Auch wieder Rose, ne? Es ist wirklich sehr süß aufeinander abgestimmt. Rosenstammzellen, Anti-Aging Gel Mask. Und das soll halt entsprechend, ja, Nourishing machen. Also, dass du Nahrung fürs Gesicht bekommst. 14 Milliliter sind hier drin. Und wir kennen ja diese Cucumber-Maske von Peter Thomas Roth. Und ja, meine Nägel sind schlimm, ich weiß. Und das hier finde ich sehr interessant. Habe ich so noch nicht gesehen und auch nicht in Anwendung gehabt. Wird auf jeden Fall ausprobiert. Wir haben hier 4 rosa Produkte drin. Ein so ein weißes und ein so ein rotes. Und ich finde, das ist tatsächlich optisch gesehen schon mal sehr hübsch, ne? Vom Inhalt her. Aber auch die Produkte an und für sich sind sehr sinnvoll und dieses rosa Puder, Leute, das feiere ich. Klar, das hat jetzt keinen irre hohen Wert, aber ich finde es einfach von der Idee von der Look Fantastic The Box, also von dem Team, so cool, dass die hier ein Produkt mit reinpacken, was halt auch so total beliebt ist und worüber sich die Abonnentinnen und Abonnenten freuen werden, weil das ist nicht selbstverständlich, ne? Und ich glaube auch generell macht das Ganze auch einen schönen runden Eindruck und mir gefällt, was ich hier einfach habe. Klar, die Düfte sind nicht unbedingt immer meins, auch jetzt so bei dem Massage-Stück, ne? Das ist auch nicht so meins, aber so von der Idee her, von dem Produkt an und für sich, ist das wirklich cool gemacht. Schreibt mir aber gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns super gerne mal austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.